Ja, es ist wieder soweit, ein neues Video euch präsentieren zu können. Zuerst willkommen zu meinem YouTube-Kanal Game Taxi. Mein Name ist Halil und ich bin der Taxifahrer aus Berlin. Heutige Thema geht es um die Taxibranche bzw. um die Erzrivale von der Taxibranche. Ja, wer sind die? Ganz kurz über dieses Thema will ich euch nur mal was reden. Es geht um ein amerikanisches Vermittler und zwar heißt der Uber. Ja, was ist Uber? Möchte mal ganz kurz über Uber was erzählen. Uber ist auch nicht alleine, dazu kommt auch noch der Bolt and Co. Es sind noch andere noch, die in Deutschland sehr tätig sind. Ja, zuerst Uber. Uber ist seit 2012 aktiv in Deutschland. Zuerst haben die angefangen mit ein Privatautos. Sozusagen Privatfahrer mit Privatautos haben die erstmal ihre Kunden von A nach B gefahren. Und das war eigentlich illegal gewesen. Nachdem ein Unternehmer Uber angeklagt hat, musste Uber sein Uber-Pop schließen und führte halt auch weitere Geldstrafen, sozusagen eine sehr, sehr hohe Geldstrafen. Ich weiß, unter der jungen Leute ist Uber sehr, sehr beliebt. Ich möchte hier keine Werbung machen, weder schlecht, weder gut, aber ich möchte hier mal die Wahrheit über Uber ein bisschen was erzählen. Uber ist illegal nach Deutschland zuerst gekommen mit ihren Privatautos, wie ich erwähnt hatte, mit privaten Fahrern auch gleichzeitig. Uber hat dann halt seine Strategie ein bisschen geändert und zwar haben die dann Uber X gegründet. Uber X, was ist das genau? Darüber erzähle ich mal ein bisschen was. Und zwar ist Uber X ein Mietwagenvermittler. Und zwar ist Uber X ein Mietwagenabteilung. Sozusagen, die arbeiten mit den Unternehmern, mit Mietwagenunternehmern zusammen. Uber gibt die Aufträge an den Unternehmer, aber natürlich dazwischen ist noch ein Generalunternehmer, der nimmt die Aufträge und verteilt halt weiter an die Unternehmer. Die Unternehmer sind Subunternehmer und die übernehmen die Aufträge und geben halt dann weiter zu ihre Fahrer mit ihre eigenen Autos. Und die Fahrer werden halt dann die Aufträge von A nach B zu Ende bringen und die Kunden bezahlen letztendlich am Ende der Fahrt diesen Fahrten. Ja, Uber X, wie ich sagte, ist von Uber Pop entstanden, ne? Und jetzt ist Uber X unterwegs in Deutschland, beziehungsweise zuerst in Berlin angefangen. Nachhinein sind die nach München, Frankfurt, dann sind die nach Leipzig, von Leipzig nach Hamburg, aber Hamburg hat das Ganze abgelehnt mit ihrer sehr, sehr guten Strategie. Die haben gesagt, nee, die dürfen nicht so unterwegs die Kunden aufladen, beziehungsweise nicht für dieses Preis. So, jetzt, wo ich Preise jetzt erwähnt habe, kann ich jetzt auch mal über die Preise mal über die Uber erzählen. Uber ist ein etwas billigeres Bereich im Gegensatz zum Taxigewerbe. Taxis sind halt nach Tarife fest verbunden und Uber X haben einfach eine freie Spaltfläche. Die können Preise runtersetzen, aber auch wirklich zweifache, dreifache auch erhöhen. Uber hat dieses freie Strategie so erfunden, weil die einfach diese Lücke bei der Mietwagenabteilung das gesehen haben. Sozusagen ist eine Lücke dort entstanden. Ja, jetzt zuerst natürlich die Fahrer, die sind halt nach der neuen Personenbeförderungsgesetz halt dann unerfahren, beziehungsweise müssen die gar keine Ortskundekenntnisse mehr absolvieren. Die brauchen halt keine Prüfung mehr abzuschließen. Aber davor müssten die halt ein kleines P-Schein-Prüfung machen. Und zwar war nur schriftlich oder mündlich, das weiß ich aber nicht mehr jetzt. Aber auf jeden Fall war eine Prüfung gewesen. Aber bei der Taxi-Prüfung war es schriftlich gewesen und der mündliche Prüfung. Aber heute ist bei beide Seiten, bei kleiner P-Schein oder normaler Taxi-P-Schein, der kleine Schein ist eigentlich für Mietwagen. Und der Taxischein ist, wie gesagt, Taxischein, ne? Taxifahren. Und die beiden sind heute ohne Ortskundekenntnisse Prüfung. Sozusagen, du gehst direkt zum Bezirksamt, gibst deinen Antrag zuerst als Führungszeugnis. Dann gehst du dann direkt zum Arzt, zum Reaktionstest, ob du wirklich fähig bist, bei irgendwelche Unfälle oder Hören oder Sehen, ob du überhaupt fähig bist für Taxi oder Mietwagen. Hast du die beides jetzt erstmal geschafft mit deinem Führungszeugnisantrag und dann mit der Reaktionstestantrag, dann kriegst du von der Landeseinwohneramt für Bürger- und Ordnungsgelegenheiten. Das ist ein sehr langer Name, aber kurz gesagt ist ein Labo. Und von Labo kriegst du halt dann dein
Taxischein oder deinen Mietwagenschein. Aber heute gehen alle jetzt nur noch Taxischein beantragen, weil Taxischein ist ein großer Schein und damit kannst du halt dann Mietwagen fahren, andere Branchen wie Krankenwagen. Da natürlich bei Krankenwagen musst du noch extra noch einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Aber wie gesagt, dafür reicht es komplett mit der Taxischein aus. Uber X. Spiel die Preise, wie sie wollen halt, ne? Aber das Problem bei Uber X ist, dass bei dieser Plattform auch sehr viele illegale Autos angemeldet haben. Das kommt davon, dass damals während der Pandemiezeit, bei der Corona-Zeit, kein direkter Termin gab von Uber zu den Unternehmern. Uber-Autos müssen erstmal angeschaut werden, sozusagen. Und Uber sagt zu den Unternehmern, ey, du, bring mal dein Auto zu mir. Ich will mal sehen. Und mit deine ganzen Papiere wie Fahrzeugschein, mit der Lizenz sozusagen, diese Lizenz erheißen, Konzessionsnummer. Mit dieser Konzessionsnummer will ich erstmal sehen, ob das alles okay ist. Wenn ja, dann kriegst du halt dann die Erlaubnis, dass du in meiner App die Aufträge annehmen kannst. Aber bei der Pandemiezeit müssten die alles schließen. Aber in dieser Zeitpunkt war es online gewesen. Und jeder hat dann per online die ganzen Unterlagen hochgeladen und dann einfach zu Uber gesendet. Uber hat das ohne Kontrolle eigentlich. Haben die okay gesagt? Ja, du hast deine Konzessionsnummer. Damit kannst du dann halt dann von mir Aufträge kriegen. Somit haben die dann alle Autos reingenommen. Eigentlich müssten die mit der Labo zusammenarbeiten, mit der Labo sozusagen von der Labo eine Genehmigung kriegen, ob die Autos überhaupt angemeldet ist bei Labo, sozusagen die Konzessionsnummer. Aber heute sind wir in einer Punkt gekommen, dass bei Uber über 2000 illegale Autos unterwegs sind. Ja, diese 2000 illegal angemeldete Autos bei Uber habe ich jetzt nicht erfunden. Das hat zum Beispiel die RBB in ihrer eigenen Sendung das erwähnt. Bei denen laut Anzahl ist es 1000. Natürlich hat RBB auch von der Labo, der Oberhaupt oder wie, oder keine Ahnung wer überhaupt, oder wie ihr besser ihn nennen könnt, oder ich sag mal der Direktor von der Labo. Er hat es gesagt, es sind über 1000 illegale Autos unterwegs in Berlin. Aber der Herr Tino Schopp, der Fraktionsvorsitzende von der SPD, hat erwähnt, dass es über 2000 ist. Weder Minus, weder glatt. Es sind über 2000 illegale Uber-Autos unterwegs. Also sozusagen, diese 2000 Autos sind privates Autos mit Privatfahrer, die eigentlich nicht genehmigt sind von der Labo. Und somit fahren die dann halt dann unter der Dach von Uber ihre Aufträge, kriegen die, und mit dieser Aufträge fahren die einfach, wie sie möchten. Jetzt zu der Thema, was geht uns an als Taxis? Ja, ganz einfach, das sind halt unsere Erzrivalen, das sind unsere Gegner, beziehungsweise ist auch eigentlich unsere Feinde. Man kann eigentlich nicht Feinde nennen, weil es gibt viele Ehrliche auch bei denen, die auch arbeiten, ehrlich. Aber die illegal sind, die sind halt dann wirklich nicht in Ordnung, nicht fair. Das, was die halt dann durchführen, ne? Weil wir zahlen unsere Steuern, wir zahlen unsere ganze Versicherung, unsere restliche Rentenversicherung, keine Ahnung, was ihr alles noch denken könnt. Wir zahlen alles, aber wenn es bei denen geht, mit ihren 2000 illegalen Autos, das ist halt dann illegal. Wie ich sagte, ne? Illegal. Dazu kann ich gar nichts mehr sagen, weil es ist frustriert, wenn ich sowas immer höre, was bei Uber alles abläuft. Natürlich war auch am 21.02. in Berlin Rote Rathaus eine Aussichtskonferenz gewesen. Sozusagen, dort kamen die Uber, Freenow, die Taxizentrale, dann kam die IHK, dann kam die Labo, dann kam LKA Polizisten, Zollamt, Finanzamt, alle kamen. Und letztendlich haben die festgestellt, ja, Uber ist ein Problem. Diese 2000 illegale Autos sind ein Problem. Was sind die Lösung gewesen? Das haben die dann halt dann gegenseitig beraten lassen. Dann sind die dann halt zum Entschluss gekommen, dass es harte Maßnahmen kommen soll, wie Mindestentgelt. Mindestentgelt, was ist das? Das heißt, es soll ein Tarif geben für Mietwagen, die dürfen nicht unter der Taxipreise einen Preis anbieten. Also, das soll alles gleich sein, okay? Stellt euch mal vor, Lohntarif, Lohntarif. Und wenn ein Lohntarif unter der Lohntarif ist, was bringt das? Geht ihr für keine Ahnung, sagen wir mal 7, 8 Euro die Stunde arbeiten? Würdet ihr das machen? Ich nicht. Ich sage direkt nein. Ich arbeite dafür halt mit Lohntarif. Keiner möchte halt moderne Sklaverei arbeiten. Und das sind zum Beispiel die Probleme, die
zurzeit wirklich in Deutschland viel besprochen wird. Aber jetzt, ab 1.4. wird jetzt für die Taxis ein neuer kleiner Mini-Tarif kommen. Dieser Tarif heißt eigentlich ein Festpreistarif. Ein Kunde kann eine Vorbestellung anfordern, aber gleichzeitig kann er aber auch einen Festpreis anfordern. 10% kann runtergehen. Bei hoher Auftragslage, sozusagen Stoßzeiten, kann es aber auch bis zu 20% nach oben gehen. Wir sind dafür da, dass das 10% weniger die Kunden bezahlen soll, weil die Kunden sind natürlich die Endverbraucher. Wo billig ist, natürlich gehen die Kunden immer dahin, wo halt billig ist. Ne? Ich würde auch halt billige Sachen nehmen. Natürlich gucke ich überall erstmal, gucke ich mal die Preisausgleich vergleichen. Und wenn das billig ist, dann nehme ich. Aber natürlich Qualität auch. Ne? Jetzt zu Qualität. Qualität ist es sehr, sehr wichtig. Warum? Jetzt komme ich direkt zu den Kunden, die mit der Uber X von A nach B fahren. Hey, liebe Leute, ich sage euch mal einfach so. Ihr könnt nicht wissen, ob der Wagen legal ist oder illegal ist. Dazu kann ich ehrlich sagen, es gibt da überhaupt gar keine Alternative, das durchzusuchen. Ja, eigentlich schon. Dann kann man die Kennzeichen nehmen, direkt zu Labo fragen und Labo würde euch dann halt dann sagen, ob es legal ist oder illegal. Aber welche Kunde will das noch machen? Ach, Hauptsache, ich bin zu Hause oder ich bin irgendwie mal bei meinen Freunden oder irgendwelche Clubs. Ist mir doch scheißegal, sagen die Kunden. Hauptsache, ich bin noch heil gekommen. Aber was ist, wenn ihr einen Unfall habt? Ja, das ist ein großes Problem jetzt, weil sobald ihr einen Unfall habt, seid ihr nicht versichert. Liebe Kunden, hey, liebe Leute, Freunde, keine Ahnung, wer noch. Ihr seid nicht versichert bei illegalen Autos. Sogar der Privathaftpflichtversicherung zahlt nichts. Zahlt nicht für euch. Vergiss es einfach. Ihr seid nicht versichert. Ganz einfach. Weil das keine Gewerbeversicherung ist. Das ist normales privates Haftversicherung. Der Versicherungsanbieter sagt, ja, ich zahle nur den gegnerischen Auto, übernehme die, wenn der halt unschuldig ist oder schuldig ist, keine Ahnung, ist egal jetzt mit dieser Versicherung. Aber für die Kunden, ihr seid nicht versichert. Also überlegt euch gut, ob es sich lohnt, für 5 Euro euer Leben zu riskieren. Ich weiß, wir sind etwas teurer, aber wir arbeiten natürlich auch mit der Lohntarif. Aber ihr seid wenigstens bei uns versichert. Das ist das Wichtigste. Und das ist das Hauptgrund, warum sehr viele Kunden immer noch mit der Taxi fahren. Erstens, ihr seid wirklich versichert. Zweitens, wir sind noch effektiver. Wir fahren die besten Routen, die anderen nicht mitrechnen können. Warum? Ganz einfach, in Berlin, Punkt 3 ist das, wir dürfen die Busspuren mit der Busampel können wir benutzen. Und somit kommen wir halt noch schneller ans Ziel. Natürlich kosten wir halt ein bisschen, aber bevor der Uber kam, war der Mietwagen doppelt teurer als wir gewesen. Aber jetzt, heute ist Mietwagen ein Discountpreis, sozusagen Discount-Taxi. Die sind ganz unten mit der Preise. Die bieten so eine unfaire Preise, dass wir nicht mehr stabilisieren können. Wir können uns nicht mehr mit denen halten. Und Tag zu Tag sterben wir auch. Ich sage euch die Wahrheit. Wir sterben jeden Tag. Viele Fahrer hören auf. Viele Unternehmer machen zu. Ich liebe meine Arbeit. Es macht mir Spaß, mit Gästen zu unterhalten. Quatsch oder über Lustige oder keine Ahnung. Es geht um alles. Auch die ältere Menschen, sozusagen die ältere Generation, die brauchen uns. Warum? Ganz einfach. Die gehen von Arzt nach Hause oder andersrum von zu Hause gehen die zum Arzt oder Kaffeekuchen gehen oder mit Freunden treffen, die angewiesen sind mit Telefon Taxi zu bestellen, weil die keine Ahnung haben über dieses Apps. Die wissen nicht mal, wie die bestellen können. Daher sagen die einmal, rufe ich an oder die sind fest eingespeichert in Handy, rufen die einmal kurz die Zentrale an, hey, kannst du mir mal bitte Taxi schicken? Dann kommen wir. Aber was ist dann, wenn wir überhaupt nicht mehr da sind? Jetzt komme ich mal zum Endergebnis. Wenn wir nicht mehr da sind, wenn kein einziger Taxi mehr in Berlin, ich rede nur über Berlin jetzt, sagen wir mal, es gibt in Berlin kein Taxi mehr, denkt ihr wirklich, dass Uber noch die Preise so unten halten werden? Keine Chance, sage ich euch. Warum? Wir sehen jetzt schon, dass Uber mit der Preise, wenn hoher Auftrag kommt in die Flotte, steigt das Preis richtig nach oben. Ich muss nicht lügen, ich brauche auch nicht zu lügen zu erzählen, weil es gibt viele Beweise. Ich kann mal sowas sagen. Zum Beispiel war letztens bei uns in Berlin eine Messe gewesen. Fruchtlogistikmesse. Vom Flughafen zur Messe kostet bei uns circa mit der Taxi 75 Euro durchschnittlich. Ich muss halt lügen, ne?
durchschnittlich 75, kann auch 70 sein. Aber bei Uber war es 202 Euro Festpreis gewesen. Ja, 202 Euro Festpreis. Jetzt überlegt ihr mal, gestern war 30 Euro oder 40 und heute auf einmal ist 200 Euro. Und was ist dann, wenn überhaupt gar keine Taxis mehr gibt? Ja, denkt ihr wirklich, dass die Preise so stabil bleiben? Nee, die gehen wieder nach oben. Die sagen, ja, jetzt sind wir die einzigen globalen Auftraggeber oder Auftragvermittler und jetzt können wir halt dann die Preise so hochbringen, wie wir wollen. Es gibt ein Beispiel natürlich in den USA, in Amerika. Einige Gebiete gibt es überhaupt gar keine Taxis mehr und sozusagen Yellow Cabs. So, die Preise sind so hoch gestiegen, dass jetzt die Kunden sagen, ja, wir brauchen wieder die Yellow Cabs, weil die Preise von Uber nicht fair sind. Also ich sage euch, überlegt euch sehr, sehr gut, wie ihr überhaupt euer Geld ausgeben sollt. Natürlich billig, ja, ich bin auch dafür da, billig, aber hat der überhaupt eine Versicherung? Bin ich überhaupt gesichert? Überlegt euch das gut. Sagt niemals, ja, mir wird nie was passieren. Doch, eines Tages kann dir was passieren, weil du weißt nie, was überhaupt draußen auf dem Verkehr auf dich erwartet. Daher sage ich euch nur, bitte, bitte, bitte einfach mal überlegt euch mal gut. Ich sage dazu nichts viel. Wenn euch das Video gefallen hat, ey, bitte einmal abonnieren, einmal like und einfach weiterleiten oder empfehlen auf andere Freunde, dass die dieses Video auch mal anschauen können. Also passt auf euch gut auf. Wir sehen uns.